Yo Leute, der Zuna Mikrofon. Heute zeige ich euch die zwei Bosse von Fortnite Season 5. Bis jetzt sind es leider nur zwei, es werden aber mit Sicherheit im Laufe der Zeit noch mehr dazukommen. Hier seht ihr bei Hydro 16 Ruckus. Ruckus wird auch eine Challenge sein, den müsst ihr auch demnächst mal eliminieren. Vorsicht ist geboten, er hat die goldene AK und den Raketenwerfer, wie man hier sieht. Gute Möglichkeit hier zu landen und sich direkt einen Raketenwerfer und eine goldene AK zu schnappen, um direkt für den Kampf gewappnet zu sein. Allerdings nichts Mythisches und ja, wie gesagt, wenn ihr mal die Challenge habt, besiegt, eliminiert Ruckus, dann landet einfach hier und killt den Kerl. Er ist nicht allzu gefährlich, passt aber auf, wenn er seinen Raketenwerfer rausholt, dann wird's brenzlig. Der zweite Boss ist unser Mandalorian. Man hat ihn schon im anderen Video gesehen. Er ist bei diesem Schiff. Hier müsst ihr aber allerdings Acht geben, hier landen momentan, ja, geführt alle Spieler des Battlebusses. Ich habe jetzt hier erstmal ein paar Nades daneben geschmissen, weil ich ein bisschen abgelenkt war, dass da hinten schon wieder der erste Kollege anreist. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich auf ihn schieße und er schießt auf mich und ja, andere Player schießen halt auch noch auf mich. Da sehe ich schon den nächsten wieder ankommen und ja, ein bisschen schwierige Situation für mich. Ich habe jetzt relativ wenig zu bauen, habe nicht mehr viele Schüsse, deswegen versuche ich jetzt erstmal meinen Getöteten, beziehungsweise der Mandalorian hat ihn ja getötet, den Loot aufzunehmen. Dann lasse ich gemütlich den anderen die Arbeit für mich machen, was ich euch vielleicht auch hier und da empfehlen kann, je nachdem wie viele Spieler dort sind oder wie gut diese Spieler sind. Halt euch erstmal hier auf und genießt das Schauspiel, wie er den anderen Spieler mal wieder ausschaltet. Achtung, zack, ist er tot. Dann geht er gemütlich hin und gut, er hat immer noch ein bisschen Energie, aber es ist jetzt nicht mehr so hart, ihn zu killen. Und dann bekommt ihr das Chatpack und die Sniper. Die Sniper könnt ihr auch als Nahkampfwaffe benutzen und ja, sie snipet thermalmäßig, also mit Thermalvisier, und ihr werdet dann die Gegner angezeigt kriegen als Wärmebild. Hier sieht man das schöne Visier. Und dann seid ihr auf jeden Fall auch gut gerüstet. Hat euch das Video geholfen oder gefallen, dann lasst ein Abo da, ein Like da und wir sehen uns, Leute. Haut rein!